Also es gibt kein Rad, das alles kann, könnte ich sagen. Du kannst aber mit jedem Rad alles machen. Dass viele Kunden wahrscheinlich auch vor dem Problem stehen, du brichst ein Fahrradgeschäft. So, jetzt sind beide Akkus leer, jetzt ist aber kein Ladegerät da. Oh, schon wieder Stress. Aber der Rheinländer, ne? Schwarz die Schnitt in die Schwieserin. Das ist mein Gespräch, ne? Ja. Wie realistisch ist das, dass man das wirklich macht? Der ist ein, also Sachertorte, muss man sagen, ist ein Kuchen des Friedens. Eigentlich bräuchte man jetzt noch Schnaps, ne? Da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Der Schnaps habe ich nicht hier, ich hätte aber drüben, Bier. Ne? Ja. Prost, Nils. Ja, Prost. Nee. Ja, Dieter ist noch auf Toilette und ich kann mich hier schon mal hinsetzen. Kannst ja damit schon richtig in die Prüfung gehen jetzt, ne? Vor der IHK können wir dann schon... Die würde ich sogar, glaube ich, bestehen. Das heißt, du hast schon... Hallo, hallo Zuschauer. Du bleibst mal da sitzen. Und hier ein weiteres Video mit Dieter Faustmann und... Nils Hugendorn. Wie immer. Ich würde erst mal sagen, wir müssen einmal Moin sagen. Ja, Moin. Moin. Was machen wir hier? Was passiert hier? Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer das ja schon gesehen. Alles ist ein bisschen anders. Erstmal ein anderer Tisch, das ist die eine Sache. Jetzt haben wir hier auch noch Teller. Wo hast du das, die das eigentlich nächste weggeholt? Wieso? Das ist so 80er-Jahre-Dekor, ne? Ja. Ja. Aber okay. Für uns reicht ich bin, das. Ich bin Retro. Das ist aber nicht 80er-Jahre, wäre stylischer. Ist ja auch schon kaputt hier, ne? Ja. Na gut, aber ist auch mein Teller. So. Genau, ich habe dir extra den kaputten gegeben. Da hat jemand, weißt du, wenn nichts auf dem Teller ist, ne, das sind die von zu Hause. Ne? Ja, ach so, nee, ja. Oh, die sind aber schön, ne? Schöne ja, Teller sind genau. Das. Und wenn Steffi, dann, super. Wenn wir dann nicht genug zum Essen haben, dann beißen wir auch noch ein Stück vom Teller ab. Ah, ja. Alles klar. Das ist auch wichtig, Mineralien und so. Genau. Ja. Was passiert hier? Passiert eigentlich nicht viel. Ne? Das ist wieder so ein Video, wo wir nur labern. Wir stellen kein Fahrrad vor, wir machen keine Fahrradberatung, keine Ergonomiegeschichte. Nee. Heute ist das alles schon wieder so, ja, der ein oder andere liebt das, der ein oder andere hasst uns dafür. Ja gut, einfach abschalten. Ne? Erstmal Kaffee. Ja, das erstmal ist super. Erstmal kriegst du von mir einen Kaffee. Ja. Hast du Milch, hast du auch? Nö. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Ah, stopp, stopp. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht gerade ein bisschen aggressiv bin, weil ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich habe mir das extra verkniffen heute, weil ich ja so ein bisschen geahnt habe, was hier passiert. Und, aber gut, noch ein Tischgebet vor euch sprechen. Jetzt verstehe ich das auch. Ja, der Faustmann ist unterzuckert, der Dieter. Ja, aber das ist ja nicht mein... Ich habe gefrühstückt tatsächlich und wir haben ja hier gerade eben schon einmal gesessen mit unserem Team, haben wir Kaffee getrunken und so ja, weiter. Super. Ja, dass du erst so spät kommst, da kann ich ja nichts für. Also für die Zuschauer, jetzt, man sieht das ja auch jetzt, wir haben es ungefähr, jetzt ist 7:30. Und ich hab gerade aufgehört mit dem Webshop, für die von weiter weg kommen, weil fährt ja nicht jeder an die Nordseeküste, auch wenn du sagst ja immer, das ist gar nicht so weit weg, da kann jeder hinfahren. Vor allen Dingen danach geht es gar nicht mehr so viel weiter. Das ist ja das Interessante. Nee, ist tatsächlich so. Ja, also radiustechnisch gesehen, wir sind hier 200 Kilometer von Hamburg weg ungefähr, 200 Kilometer von Hannover. Das ist alles hier so 90 Kilometer bis zur holländischen Grenze. Jetzt müsstest du was... Ja, ich hätte gesagt, also... 100? Ist das wirklich... Ja, doch, mit dem Fahrrad sind es also 100 Kilometer. Liegen, ja. Also okay, nach oben ist natürlich dann, da ist die Nordsee, da ist nichts, ne? Aber schon ganz gut zu erreichen, finde ich so. Und ja, wir haben ja auch Kunden, die kommen teilweise aus Süddeutschland, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du das wirklich willst, Nils, wenn du das wirklich willst, dann ist dir kein Weg zu weit. So, Dieter ist nervös. Wie man sieht, wir haben hier nicht nur Fahrradwerkzeug, wir haben hier auch einen Mixer. Wir haben hier einen Mixer. Ja, wir haben einen Mixer. Ja, wir haben einen Mixer. Was passiert da jetzt genau? Was hast du vor? Ich will das mal ausprobieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Sahne geschlagen. Was schlägst du denn so, wenn du schlägst? Keine Ahnung. Ja, so. Du hast doch nie... Schlag Sahne nochmal. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Wir geben einen ganz kleinen kurzen Hinweis. Das ist ja nicht irgendein, also wir machen das jetzt hier in der österreichischen Variante und da heißt das dann Schlag Obers. Also Obers ist der Rahmen und Schlag ist wie Schlag, ja, Schlag, ne? Schlag Obers. Ganz wichtig. Wir wollten ja erst den Zuschauer, der schon weiß, was los ist, muss man ja auch mal jetzt verraten. Einer sitzt da, der weiß genau, der weiß ganz genau, was hier passiert und der lacht sich wahrscheinlich jetzt gerade kaputt. Wer aufmerksam unsere Videos guckt, der hat ja schon gesehen, dass wir so ein schönes Paket gekriegt haben. Und ich packe die jetzt aus. Ja, mach mal. Also, ich muss sagen, unsere Zuschauer, und in diesem Fall ist es ja der liebe Richard, hier, Alter. Guck dir das mal an. Das ist aber sehr nett. Ich weiß jetzt nicht. Also vielen Dank, lieber Richard. Den Nachnamen sagen wir jetzt nicht. Genau. Ne? Also lieber Richard. Richard S. Punkt. Das machen wir noch. Das ist Knaller. Also eine Sachertorte. Hat mir noch nicht an meine Frau geschenkt. Aber die kriegt dafür auch keine Sendung Gedanken von mir. Ich finde das sehr bemerkenswert. Von einem Zuschauer so ein Geschenk zu bekommen, freue ich mich drauf. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz gespannt, weil für mich ist das Premiere. Ich habe noch nie Sachertorte gegessen. Also, jetzt muss natürlich der alte Mann hier am Tisch, das bin ich, glaube ich, von uns beiden, so ein bisschen erzählen. Also ich finde das sehr rührend, lieber Richard. Das finde ich sehr schön, das freut mich. Das biegt mich gerade so ein bisschen zurück in meine Kindheit. Ich bin ja auch schon ein bisschen was älter. Die meisten haben es vielleicht schon vermutet. Ich bin ja halb Friese, halb Bayer. Also väterlicherseits komme ich aus dem tiefsten Bayern. Bad Reichenhall da unten die Ecke und wir sind sehr oft immer rübergefahren nach Österreich und auch nach Wien. Und klar, die Oma hat bei Rewa gearbeitet, kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und Sachertorte ist natürlich auch ein Begriff. Und ich meine auch, dass die Oma von damals in Bayern, die Mutter meines Vaters, hat auch Sachertorte selber gemacht. Und das ist schon, das finde ich jetzt gerade sehr nett, sehr schön. Vielen Dank, lieber Richard, für dieses kurze Zurückholen. Ja, also cool. Das. Okay, und, komm, jetzt aber jetzt. Ja. Achso, willst du auspacken? Gespannt. Weißt du, Reber, wer das ist da unten im Bad Reichenhall, was die machen? Nee, nein, woher? Nee, das machen, die machen so Mozartkugeln. Ach so. Ja, ja, zum Beispiel, als Beispiel. Also, die haben ganz, ganz viele schlimme Sachen. Aber, oh. Alter, ich breche zusammen. Schau dir das mal an. Schon viel gesehen. Aber das übertrifft echt alles. Das kann sich echt sehen lassen. Also, ich habe einen Verdacht. Der Richard, der arbeitet bestimmt bei Sacher. Die Schachtel, die behalte ich. Da kann man also auch mal Schrauben drin sammeln. Das ist schon toll. So, komm jetzt aber hier. Warte doch eben. Ja. Dass du immer so nervös bist. Ich muss das jetzt eben vorbereiten hier. Ich vermute mal. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ah, perfekt. Jetzt haben wir gar keinen extra Teller dafür, ne? Ist auch hier einer dabei. Ja, jetzt wird's ja erst spannend. Oh, ich mach da mal die Mühe weg, wie immer, ne? Ja, ja. Hätt's aber auch nicht gedacht, dass du mal ein Video machst, wo du abgefilmt wirst, wie du Schlagsahne schlägst, ne? Nee, da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich bin ja flexibel. Ich mache ja alles mit. Ja. Weißt du doch. Ah, du hast auch richtiges Werkzeug dafür. Das ist ja, einmal haben wir von Richard diese wunderschöne Torte bekommen. Gleichzeitig ist das aber ja auch ein bisschen die Einweihung von unserem neuen Studio. Ja, ist noch nicht alles ganz fertig, aber... Nee, wir haben ja immer noch ein bisschen Baustelle, aber ich sag ja, wir haben viele Leute hier im Hintergrund mit uns und für uns arbeiten und vielleicht sollten wir zu Weihnachten mal eine Kochshow machen. Das bleibt ja alles an mir hängen, weil du hast ja gar keine Küchenerfahrung, ne? Stell dir mal vor, doch. Doch? Nee, stimmt nicht. Steffi, schreib das in die Kommentare, ob das jetzt lügt oder ob der jetzt die Wahrheit sagt. Ich habe keine Küchenerfahrung, aber ich habe Grillerfahrung. Ah, okay, das ist schön. Vielleicht, Mixer. Dann grillen wir mal. So, ich starte. Oh, das wird. Ja, lass mal gucken. Ja, das ist gut. Perfekt. Ja, ne? Ja.
guck mal, ich schneide. Wie würdest du das machen? Würdest du die komplett durchschneiden und dann so? Mm. Oder würdest du Stück für Stück rausschneiden? Stück für Stück rausschneiden eigentlich. Stück für ja, Stück, doch, ne? Doch, doch, doch. Ja. Ja. Haben wir irgendwas hier zum Messen? Brauchst du einen Zollstock? Guck dir das an. Ist aber jetzt mal nicht so mega klein. Ne? Also wir wollen da schon ein bisschen. Ja, hier, guck mal, dann machen wir das so. Ja. So. Ja. So. Oh, ich das erste Stück, das ist immer nett von dir. So gehört sich das. Ja. Ja, wir müssen etwas improvisieren. Wir haben also hier keinen Teller für und wir haben auch keinen Löffel für die Schlagsahne. Ich hoffe, ich mache das richtig. Doch, 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 doch. Perfekt. So, wer isst jetzt die Schokolade? Ja, weiß nicht. Also, müssen wir eben kurz hier. Ja, das ist. Warte. So, ein Stück für mich. Und der Rest kannst du, wenn du möchtest, kannst du das gerne haben. Ja, Nils, Schlagsahne, bitteschön. Nimmst du. Ja, wie soll ich's? Ja, wir haben ja nichts, ne? So. So. Ja, dann machen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen Pause und reden nicht und essen jetzt erstmal schön Kuchen. Finde ich gut. Können wir das nicht irgendwie so machen, dass wir das jeden zweiten Tag so hier. Ja. Sachertorte ein Stück? Oh, ist die. Großartig. Ich versuche auch jetzt, die Kalorien auszublenden, die ich gerade zu mir nehme. Ist einfach unheimlich lecker. Wieso meinst du, das sind so viele Kalorien? Ist doch nur ein kleines Stück. Hätte mich jetzt gewundert. Ist irgendwie hier so draufgestanden, hätte 100 Gramm enthalten. Unglaublich. Und? Ist nicht einfach nur süß, ist sehr aromatisch. Da ist auch noch so ein ganz schmaler Rand. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Marmelade drin. Ja, ich kenne den Fachausdruck dafür nicht, aber super lecker. Und das Gute ist ja, ich bin heute mit dem Fahrrad da. Ja. Dieter, du auch? Ja. Ja, ja. Hast eins im Kofferraum? Mein Brompton. Ja. Das fahre ich immer so rum. Ja. Also, die Torte schmeckt wirklich. Das ist auch kein dummes Dahergelaber. Das ist tatsächlich so. Und ich habe dafür ein gutes Parameter, was der Beweis dafür ist. Dieter, der kann ja immer nur schwer seinen Mund halten. Außer wenn ich esse. Und er ist gerade am Essen und er sagt mal so gar nichts. Also da kommt auch nur das Nötigste gerade. Jetzt habe ich natürlich die Chance, einfach mal alles zu sagen, was ich sagen will. Nee, das ist, ich habe gerade so gedacht, der sagt nichts. Der isst einfach nur, der hat sein Stück auch schon fast auf. Entweder ist er extrem hungrig. Nee. Ich rede nicht. Die schmeckt einfach gut. Die schmeckt unheimlich gut. Also, wir haben keine Servietten, ne? Aber auch nicht. Servietten bräuchten wir noch. Das wäre super. Die Sachertorte. Also ja, ist klein und Sachertorte, Original Sachertorte, ist auch nicht billig, muss man auch ganz klar sagen. Ich würde sagen, das ist so die Riso- und Müller-Torte unter den Torten. Man kann davon auch wirklich nur ein Stück essen. Das ist so, ja, mächtig in Anführungszeichen, aber auch so lecker. Und ganz wichtig der Hinweis, der Richard hat es ja auch geschrieben, Schlagsahne, keine Sprühsahne und vor allen Dingen nicht gezuckert, weil die Torte selber ist schon sehr süß. Nicht zu süß, aber wenn ich mir vorstelle, du würdest jetzt noch gezuckerte Sahne oben da drauf haben, das wäre too much. Und das nimmt auch den Geschmack dann total weg. Das ist ein extrem feines Stück. Ja, das ist Konditorkunst. Großartig. Absolut. Mm. Und ich wollte erst noch sagen, ach Mensch, guck mal, das reicht ja gerade für zwei, ne? Zweites Stück davon? Keine Chance. Ja, mal gucken. Ist ja noch. Das Video dauert dann noch 2 Stunden. Also, ja, aber die Kalorien müssen auch wieder runter. Jetzt habe ich mir extra abgemacht, das große Stück am Ende, eine Schokolade. Ja, das ist geil, ne? So, Also, herrlich. Boah. Also, so ein Geschenk, also ich kann jetzt stundenlang sagen, so ein Geschenk, so toll, so geil, so, ich freue mich so. Nein, aber es ist ganz interessant, wir wissen ja nicht, was der Richard so macht. Wir wissen ja nur, dass Richard ja anscheinend auch österreichisch behaftet ist, so ein bisschen, so adressmäßig und so. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, das ist auch tatsächlich ein super Geschenk zum Verschenken. Hätte ich jetzt im Leben nie drüber nachgedacht, Torte verschenken, wer macht denn sowas? Aber was ganz Besonderes ist, um man jemanden wirklich ein bisschen was Nettes tun möchte, das ist so eine Sachertorte, nicht verkehrt. Und nein, wir sind hier nicht gesponsert von Sacher oder so. Das ist für uns jetzt auch das erste Mal hier. Großartig. Der Richard hat ja eigentlich nur gedacht, die sitzen da und nuckeln an einer Tasse Kaffee. Das sieht immer so doof aus. Gib denen doch mal, die müssen doch auch mal was essen dabei. Richard hat ja insgeheim durch die Blume eigentlich nur gesagt, dass wenn wir jede Woche hier einen Talk machen, kriegen wir jede Woche eine Sachertorte.
Ne? So war das doch, ne? Ganz lieben Dank an dieser Stelle. Was soll ich da sonst noch dazu sagen? Gar nichts. Vielen Dank. Ich finde es grandios. Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, weil bei 10.000, da treffen wir uns wieder hier, essen Sachertorte und du kriegst dann ein Fahrrad. Und bis dahin, je nachdem, wie viele Sachertorten du bis dahin gegessen hast, entscheide ich, ob das ein E-Bike wird oder ein Fahrrad. Das ist ganz lustig, der Übergang, den du jetzt gerade gemacht hast. Weil ich wollte schon sagen, also die Kalorien, die wir jetzt hier zu uns genommen haben, müssen auch wieder runter. Wie schaffst du es am besten, Fahrradfahren, ne? Ja. Und ich beschäftige mich schon seit Monaten mit dem Thema und ich darf hier bei Hogendorn mal das ein oder andere E-Bike Probe fahren. Ich habe auch schon mein E-Bike ausgeliehen gehabt. Ich habe schon mein Lastenrad gehabt für eine Woche. Da bin ich dann hier immer arbeitstechnisch gependelt, hier über die Felder hinten, wo also fast keine Autos fahren. Wunderschöne Gegend hier, Ammerland. Das war cool. Dann habe ich das Roadster bin ich auch mal gefahren. Normales E-Bike, wenn wir unsere Videodrehs haben, gerade im Sommer, wenn wir unterwegs sind und Radvorstellungen machen, dann fahre ich mit dem anderen Rad hinterher. Das Tinker bin ich gefahren mit. Was ich sagen will, ist, man ist hier an der Quelle, man hat unheimlich viel Zugriffsmöglichkeiten, alle Sachen mal Probe fahren zu können. Aber wie das so ist im Leben, halt eben, wenn da jetzt eine Sachertorte steht, ne, um bei einem Thema zu bleiben, und jetzt noch eine Schwarzwälder Kirschtorte und noch irgendwie was, dann ist das so viel Vielfalt, dass man sich nicht entscheiden kann. Obwohl die Sachertorte natürlich das Leckerste ist wahrscheinlich davon. Ja, und so ist es beim Thema E-Bike auch. Und ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ja, jetzt haben wir in letzter Zeit, muss man ja auch dazu sagen, haben wir ja gerade diese ganzen Light-E-Bikes vorgestellt und die ganzen Simplon-Geschichten, die es da gibt. Silcarbon, TQ und Inisio P-Max mit Mahle-Heckmotor und Ries und Müller Urban Line mit Fazua, ganz großartig, auch alles toll. Und das kommt alles noch so obendrauf und irgendwann steht man dann da als Kunde und ich könnte mir auch vorstellen, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich da so erzähle, also ich kann noch nicht nur essen, ich kann auch viel reden, dass viele Kunden wahrscheinlich auch vor dem Problem stehen. Du betreibst ein Fahrradgeschäft und dann hast du da eine Unmenge von Sachen, die du dir erfüllen kannst. Aber was? Man möchte ja auch die richtige Entscheidung treffen. Man muss auch ganz klar sagen, so ein E-Bike, das ist ja auch erstmal eine große Anschaffung. Da holt man sich ja nicht direkt 3-4 Stück von mit verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Und das erste E-Bike muss schon, ne, muss sitzen. Gut, aber dafür gibt es ja eine Fahrradberatung. Ja. Darum arbeiten wir mit einem Termin. Also wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Werbung machen fürs Geschäft, aber irgendwie erzählt man dann doch darüber, weil wenn ich es jetzt nicht erzählen würde, dann würde vielleicht der ein oder andere denken, okay, das ist ja wie überall woanders auch. Die haben also auch nur ein Fahrradgeschäft, da steht eine Reihe Fahrräder und ich kann mir eins aussuchen. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein bisschen anders. Du hast jetzt den Vorteil, oder was heißt Vorteil, vielleicht auch Nachteil, du hast auf jedes Rad Zugriff, du kannst dich auf jedes Rad draufsetzen. Wenn du aber eine Fahrradberatung machst oder genießt von einem der Produktexperten, die wir so im Haus haben, dann ist es ja meistens so, dass die genau gucken, was willst du überhaupt mit dem Rad machen? Und du hast ja deinen Einsatzzweck auch noch nie genau definiert. Du sagst zwar, ich will damit zur Arbeit fahren, aber du fährst ja im Moment gar nicht jeden Tag zur Arbeit, sodass du jetzt sagst, ich brauche dafür unbedingt ein Rad. Oder vielleicht hast du dafür nicht das richtige Rad zu Hause und brauchst doch ein Rad dafür. Oder vielleicht willst du mit dem Rad auch einkaufen und Sachen transportieren und so weiter. Und du brauchst genau dafür ein Fahrrad. Das haben wir ja noch nie klar definiert. Hast du auch noch nie klar definiert für dich selbst, glaube ich. Und das ist das, was du erstmal machen musst. Und dann also ich habe so ein paar Fahrräder zu Hause. Ja, klar. Na, und dann kann man sagen, so, aber ich bin auch der Meinung, man braucht auch 2 Fahrräder. So, wenn man sagt, ich mache gerne Sport, dann brauchst du ein Rad zum Sport machen. Mhm. Kannst du natürlich auf dem Trekkingrad oder auf dem Tourenrad oder ein Cityrad. Aber wenn du sagst, kann auch ein bisschen schneller sein, weil macht ja noch mehr Spaß. Ja, dann nimmst du ein Gravel oder ein Rennrad. Also ich habe 2 Gravelbikes zu Hause für die Leute, also um das mal ein bisschen aufzudröseln hier. Das Ding ist natürlich auch, das ist halt eben wirklich dann, also mit Klickpedalen und Klamotten anziehen. Also ich bin einer von diesen dicken alten Männern, die dann so oft sportlichen Rädern unterwegs sind, wo man sich mal kaputt lacht. Benutze ich leider zu wenig, aber ist halt eben auch eine Geschichte Freizeit, ganz klar. Was ich suche ist, für die kurze Strecke, die ich habe, ich wohne im wunderschönen Rastede im Ammerland. Bis nach Jaderberg sind entweder 11 oder 13 Kilometer, je nachdem, welche Strecke ich nehme. Super Fahrradwege, Feldwege, also wirklich alles ganz toll. Ja, meine Klamotten, die ich jeden Tag so transportieren muss zur Arbeit, mein Schnittrechner und ein paar andere Sachen, die man halt eben so hat. Lastenrad, das ist schon fast wieder too much, obwohl ich Lastenräder total cool finde. Ne? Also, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist, ja, du bist Fahrradhändler, hallo, Herr Hogendorn, ich grüße Sie. Naja, ich sag ja, du musst als allererstes musst du dein Einsatzgebiet oder Einsatzbereich genau definieren und genau sagen, so das mache ich mit dem. Das will ich, das kriege ich. Weißt du, es gibt ja kein Fahrrad, das alles kann. Bist du da sicher? Ja, ziemlich.
Also ja, okay. Dir, ne? Simplon, was haben wir da stehen? TQ ist das? Mhm. Na, mit breitem Lenker und mit der Möglichkeit, Gepäckträger und Satteltaschen dran zu machen, das geht damit ja auch. Und das könnte ich noch mit in den Urlaub nehmen, wenn ich das wollen würde. Ich sag ja, du kannst eigentlich mit jedem Rad alles machen. Eigentlich schon, ja. Habe ich gerade gesagt. Die Frage ist ja nur, wie gut. Also es gibt kein Rad, das alles kann, könnte ich sagen. Du kannst aber mit jedem Rad alles machen. Mhm. Und jedes Rad hat ja seinen Einsatzbereich. Das sportliche Rad, du kannst mit dem Rennrad zur Arbeit fahren. Richtig. Na, hast richtig. Aber den Nachteil, du hast keine Möglichkeit, eine Gepäcktasche dran zu schrauben, weil du einfach am richtigen Rennrad keine Bohrungen hast für einen Gepäckträger oder Schutzbleche. Das heißt, es ist gar nicht alltagstauglich. Ja. So, das heißt Rucksack. Kannst du mit dem Rucksack leben, geht das mit dem Rennrad. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe aber einen Feldweg, den würde ich gerne fahren, weil da spare ich einen Kilometer. Mhm. Das Rennrad schon eigentlich fast raus. Möchte ich ganz gerne, wenn es geht, weit in den Winter reinfahren. Also ich brauche definitiv ein E-Bike mit Motor. Nur für den Grund, dass ich halt eben weiß, okay, wir haben jetzt gerade unheimlich Wind draußen, ich fahre jetzt irgendwie 13 Kilometer nach Hause. Ich weiß aber, ich brauche dafür nicht länger als 35 Minuten als Beispiel. Mit einem normalen Rad ist es schon mal vorgekommen, da habe ich vielleicht auch mal 25 gebraucht, wenn es richtig gut lief. Aber wenn der Gegenwind da war, habe ich auch schon mal 50 Minuten gebraucht. Und ich möchte ganz gerne dieses Zeitsicherheitsfenster für mich haben. Also E-Bike ist klar. Ja, aber du hast ja schon gesagt, E-Bike. Ja, das ist klar, aber da geht es ja dann, nee, das steht da außer Frage. Aber natürlich, man kann das theoretisch in einer Umgebung, wo man nicht so wetterabhängig ist, kann man das mit jedem Fahrrad machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe zu Hause noch ein altes Diamantfahrrad, das ist ein ganz normales Herrenrad mit Gepäckträger und Schutzblechen und so. Aber auch da, je nachdem, wie das Wetter gewesen ist, da habe ich auch gesagt, nee, komm, ich fahre mit dem Auto. Das ist mir einfach alles too much heute. Es geht im Prinzip eigentlich nur darum zu sagen, naja gut, Gepäckträger, Taschenhalter gegen komplettes Lastenrad. Ich finde Lastenräder extrem sexy und cool und gut. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich nicht, das ist zu viel. Wenn ich dann wirklich mal sagen möchte, okay, ich hätte jetzt ein Simplon Sengo zum Beispiel mit einem zweiten Akku, ich mache jetzt mal einen Wochenendausflug. Den machst du dann eher schon mit so einem Rad, weil du sagst, einen Motor mache ich gar nicht an, ich fahre 80 Kilometer und auf dem Rückweg kann ich nicht mehr und dann soll mich das Fahrrad ein bisschen schieben. Man muss es ja auch mal sehen, wie realistisch ist das, dass man das wirklich macht. Also da kommen ja so viele Sachen zusammen. Ich finde auch, ja gut, das ist richtig. Ist dann manchmal nicht ganz einfach, aber gut, da muss man sich halt Gedanken drüber machen. Das eine will man, das andere hat man. Und wenn man sagt, eine Radreise, wenn du dir ein Wochenende Zeit nimmst, kannst du auch ohne Motor machen. Dann brauchst du nicht mal aufladen. Ja, aber also das ist, wo ich so sage, Martin, schöne Grüße nach Cuxhaven. Ich komme dich mal irgendwann besuchen, aber das mache ich nicht das schaffe ich nicht. Ja, aber weißt du, das, was ich gerade gesagt habe, du hast ein E-Bike und sagst, oh, ich brauche zwei Akkus. Ja, alles klar. So, jetzt sind beide Akkus leer. Jetzt ist aber kein Ladegerät da. Oh, schon wieder Stress. So. Na? Nee, du hast vollkommen recht. Das war ja so der Stand, den wir so hatten, oder den ich so hatte, bis vor, ich würde mal sagen, 3 Wochen, 4 Wochen ungefähr. Oder sowas. Ja. Und dann kam der Nils irgendwann an und das, ich weiß nicht, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, kamst du dann irgendwann an mit den sogenannten neuen Light-E-Bikes. So. Da ist natürlich für mich, ich komme eigentlich so aus der älteren Fahrradwelt, wenn man so möchte, das ist natürlich unheimlich verführerisch. Also du hast halt eben wirklich, wenn wir bei Simplon bleiben, einen schönen leichten Carbonrahmen. Es sieht aus wie ein normales Fahrrad. Und da habe ich dann gedacht, naja, super, hast du so einen kleinen 250 Wattstunden Akku dran, irgendwie sowas. Ich möchte ja normal Fahrrad fahren. Und nur für den Fall, wenn ich dann irgendwie nach der Arbeit zu müde bin oder auf den Fahrradwegen zu viel Wind ist oder ich einfach nur schnell nach Hause möchte, dann mache ich den Motor an. Deswegen, das kam jetzt nochmal so als Option dazu, für mich. Und so wie es jetzt gerade aussieht, bin ich den Light-E-Bikes, wenn man sie so nennen kann, als Gattung, sehr, sehr, sehr zugetan. So. Light-E-Bike, ja. Die Sachertorte unter den Fahrrädern. Ich bin nur richtig, ich bin fast, also jetzt du kommt merkst das, schon, ne? Ich sag einfach, ich bin beim Essen rede ich immer mehr, ne? Aber nach dem Essen, da habe ich gar nicht mehr viel zu erzählen, weil ich bin so satt. Eigentlich bräuchte man jetzt so einen Schnaps, ne? Da fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Der Schnaps habe ich nicht hier, ich hätte aber drüben, Bier. Ne? Ja. Nee, um Gottes, nee. Sorry. Ja, aber ein fehlt da schon. Da waren 6 Flaschen, irgendjemand hat hier ein Bier getrunken. Aber gut, jetzt haben wir ganz viel über dein Fahrrad gesprochen. Ganz abschließend vielleicht nur irgendwie, wenn die Zuschauer dann noch irgendwie die ein oder andere, den ein oder anderen Einfall haben, irgendwie so gedankentechnisch, einfach in die Kommentare reinhauen. Ich lese mir das alles durch, wir lesen uns alles durch. Vielleicht ist da irgendwas drin, wo ich noch denke, stimmt, da habe ich gar nicht mal nachgedacht. Könnte ja auch mal sein. Oh ja, okay. Wenn du darauf hören würdest. Ich lese mir das alles durch.
ganz böse Unterstellung. Ich bin ja nicht so einer von denen, die... Dass du dir das durchliest, das weiß ich. Aber ob du da drauf hörst... Ja, wo habe ich das woher? Was? Nicht darauf hören? Ja. Von mir? Ja. Wenn unsere Zuschauer sagen, macht mal wieder so ein Tischvideo, macht mal wieder einen Talk, dann machen wir einen Talk. Muss ja nicht immer mit Schlagsahne beginnen vorher. Ne? Nö, aber könnte, ne? Ja. Und wir sollten aber ein bisschen was zu unserer Einrichtung erzählen. Und hier steht ja eine schöne Werkbank. Ganz viele sprechen mich auch mal wieder darauf an. Mensch, was ist das eigentlich? Wo hast du die eigentlich her? Und die ist von Power Plus Tools. Die sitzen in... Oh, wie heißt das da? Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Nee, ist nicht weit weg von hier. Ist das dein ist das Hauptding von dir? Wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Kommt hier aus der Region. Lebt schon seit 54 Jahren hier. Aus Ahlhorn, so. Ahlhorn, Mensch. Genau. Wollte gerade sagen. Power Plus Tools sitzt in Ahlhorn, haben schöne Werkbänke und wir haben damals... Da kriegst du aber jetzt auch kein Geld für, dass du das sagst, ne? Nein. Okay. Will ich auch nicht. Also, doch. Nee. Also, Prost, Nils. Ja, Prost. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen überhaupt? Also speziell von dieser Marke das? Weil ich habe ja gesehen, unsere Werkstatt, die wir haben, das ist ja auch alles mit von denen ausgestattet. So ähnlich. Also nicht alles. Also deswegen wollte ich es einmal kurz erzählen. Weil wir haben ja damals oder bevor wir hier diese Räumlichkeiten eingerichtet haben, haben wir ja mal gefragt, so will uns jemand helfen? Hat jemand eine Idee und so weiter? Und haben so ein paar Ideen gesammelt. Dank. Da war unter anderem auch jemand dabei, der sagte, Mensch, baut mal eure Werkstatt nach. So wie ihr die in echt auch habt, weil das kann man ja ruhig erzählen, diese Werkstatt, so wie sie hier ist, die ist funktionell, also die funktioniert. Hier kann man auch ein Fahrrad reparieren, nur diese Werkbank sieht ja schon etwas anders aus als die, die wir im Geschäft haben. Und wir brauchen halt dieses Studio, weil hier haben wir unsere Ruhe, damit wir auch wirklich hochwertige Videos produzieren können, weil sonst so zwischen Tür und Angel noch ein paar Mechaniker im Hintergrund, die dann auch noch ihre Geräusche machen oder wer weiß was. Ja, dann würde das glaube ich nicht so sein, wie es im Moment ist. Und darum wollte ich es einmal kurz sagen, woher wir die Werkbank haben und warum wir diese hier haben. Ne? Habe ich glaube ich gut erklärt. Ja. Soweit, ne? Wie gesagt. Und man kann auch dazu sagen, im alten Raum, nennen wir das mal Raum, war es so gewesen, dass in der Werkstatt auch tatsächlich dann, wenn sehr viel zu tun gewesen ist, sie ist auch geschraubt worden, also die ist benutzt worden. Das kann hier auch mal passieren. Genau. Also hier ist eigentlich alles. Wie gesagt, Power Plus Tools aus Ahlhorn. Schöne Grüße an dieser Stelle. So viel dazu, zu dieser Ausstattung vom Raum. Und der Rest ist noch so ein bisschen Baustelle. Also uns fehlt noch ein bisschen Licht. Uns fehlt auch noch ein schönes Bild an der Wand. Aber komm, jetzt müssen wir auch mal sagen hier, ne, das ist echt richtig großartig, wie das hier gemacht worden ist. Ich habe den Raum ja vorher gesehen, der war nackt. Alles, was du hier siehst, was hier Holz ist, die Decken, die Wände, ist alles gemacht worden von? Meinem Vater. Halb, viele Grüße, vielen lieben Dank auch. Ja, aber mein... Großartig, nicht komplett alleine, aber... Mein Schwiegervater war auch dabei. Ah, also, Schwiegervater auch noch? Ja, die waren beide hier. Oh, waren hier beide ganz fleißig. Wir müssen aber aufpassen jetzt hier, dürfen wir jetzt nichts Falsches sagen hier, ne? Nee, aber also, die kann man schon beide mal erwähnen. Und schöne Grüße an dieser Stelle und vielen Dank auch. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist das so bei Zweirad Hogendorn, wenn irgendwas gebaut wird, umgebaut wird, verändert wird und so weiter, hier muss jeder mal ran. Und hier darf auch jeder mal ran. Wenn es auch nur zum Kuchenessen ist. Also genau, Dieter, der kommt nur zum Essen. Ja. Dann haben wir hinter dir noch was Schönes stehen. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Jetzt nochmal. Ja. Der blaue Rahmen. Immer wenn ich den sehe, denke ich so, der muss mal so langsam fertig. Ja, das war vielleicht zu früh damals. Ne? Wir haben ja da mal ein Video gemacht vor Monaten, vor über einem Jahr oder so. Ganz am Anfang war das gewesen. Da haben wir gesagt, wir wollen ein Rad aufbauen. Und dann haben wir dann so gesagt, so, ja, und wenn ihr wollt, dass wir dann hier und so. Und dann kam da nichts, weil wir noch so klein waren. Da kam was. Ja, das stimmt nicht. Du hast gerade gesagt, dass ich was gesagt habe, was nicht stimmt. Ich behaupte jetzt auch mal, das, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht. Doch, die haben schon, also, aber wir haben halt so festgestellt, es gibt keine einheitliche Richtung. Der eine sagt ja, der das auch, so, und das ist auch tatsächlich nicht. Dann muss man sich dann entscheiden und dann ist es auch irgendwie schwierig und dann haben wir ein bisschen Lust verloren, den Fokus verloren. Ah, da gab es nicht so viele Klicks. Hat Dieter dann gesagt, das interessiert keinen, das guckt keiner. Na ja, gut, muss schon sagen, also ich meine, es ist ein ganz normales Rad, ein Stahlrahmen, ohne Motor, ohne alles. Ich glaube nicht, dass wir da die Zielgruppe für haben. Na, es ist halt was ganz anderes, aber es geht ja auch nicht unbedingt nur darum. Es geht ja auch darum, die Gabel wurde eingebaut. Gibt es ein Video drüber. Steuersatz wurde eingepresst und so weiter, abgelenkt. Ich glaube auch... Das heißt, ein bisschen Schnaps. Ja. Wir kriegen das aber fertig. Du wolltest das ja fertig machen, ne? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Und ich filme das ab. Du schraubst Nee, ich bin... Dieter lernt Schrauben. Ich bin kein Schrauber, nein.
Ich bin kein Schrauber. Ich habe nur mit Medien zu tun. Ich habe Fotografie gelernt, bin Fotograf. Ja, aber du kannst das doch mal. Sorry. Du musst doch auch mal was anderes machen. Ne, aber handwerklich bin ich echt so oder so. Gibt nur die Möglichkeit, so oder so. Ich muss immer überlegen, wenn ich was losschrauben will, wie ist jetzt links rum? Das bin ich. Ist so. Also ich kriege es gerade noch hin, dass ich meine Filter richtig draufschraube auf die Objektive oder die Objektive abnehmen von der Kamera. Aber alles andere, nix da. Aber du bist ja ein Uhrenfetischist. Ein was? Ein Uhren. Auch? Nee, überhaupt nicht. Fast jeden Tag eine andere Uhr an, aber das heißt ja nicht, dass ich ein Uhrenfetischist bin. Und dann weißt du ja auch, wie rum die Uhr läuft. Ja. Und weißt du, wie ist es denn jetzt? Ja, rechts ist zu und links ist auf. Ja. Und wenn du weißt, wo hier rum die Uhr läuft ja immer in Richtung fest, oder? Na, dann hast du eine Uhr mit Digitalanzeige, dann stehst du da wieder und weißt nicht, was du machen sollst. Deswegen finde ich ja so analoge Uhren auch gut. Ja, ich trage hier heute übrigens eine schöne analoge Uhr, die kann ich auch mal ins Video halten hier, wenn wir schon bei den ganzen Product-Placement-Sachen sind. Hast du denn, hat die einen Sekundenzeiger? Die hat einen Sekundenzeiger. In welche Richtung läuft der? Ja, der läuft so, also rechts. Und ist fest oder lose? Wie? So. Ja, ist das in Richtung Festschrauben oder lose Schrauben? Ja, der läuft jetzt gerade so in die Richtung und dann ist er gleich da und dann läuft er gleich in die Richtung. Ne? Die Firma Laco, deutsche Firma, die bauen also unheimlich schöne Uhren, Analoguhren, kann ich nur empfehlen. Laco. Aber du willst ja nicht schrauben, also mache ich das. Ich kann gerne schrauben, aber ich möchte nicht dann irgendwie, dass ich von dir dann irgendwie hier eine Abmahnung bekomme oder du verlierst die Nerven und liegst weinend am Boden, weil ich mich so doof anstelle dabei. Solange du nichts kaputt machst. Ja, siehst du, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, Kompromiss, wir machen einen Kompromiss. Wir können einen Kompromiss machen. Ich mache das unter Anleitung. Dann bin ich dein Auszubildender. Ja, ich habe da noch ein anderes Projekt am Laufen mit meinem Cousin. Ach. Viele Grüße an dieser Stelle. Der will eine recht große Fahrradreise machen. Über 12.000 Kilometer. Und der will, habe ich dir noch nie erzählt. Nee, höre ich jetzt zum ersten Mal. Was ist los? Und cool. der will vorher noch ein bisschen Schrauben lernen, muss er auch, damit, wenn er dann unterwegs irgendeine Herausforderung hat, dass er sich auch selbst helfen kann dabei. Cool. Und also das heißt, der nimmt kein E-Bike mit, der macht das mit dem normalen Rad. Der macht das sportlich, so cool. Also unbekannte Weise, Grüße. Hat jetzt bald sein Abi fertig und danach sagt er, komme ich her für ein paar Tage. Ich sage ja, dann wollen wir das aber auch gerne bei YouTube zeigen, weil ich glaube, das ist ein ganz interessantes Projekt. Ja. Der hat auch was ganz Spannendes vor und der will das auch selbst dann auf Instagram, kann man ihn dann begleiten, aber all das, was da noch so kommt, wie er das dann vorhat, da folgt dann in den Videos. Dann haben wir ja noch die Laufräder da stehen, da machen wir nochmal ein Video mit Daniel. Kann man auch ein bisschen erzählen, was so in Zukunft noch passiert. Daniel. Ja? Daniel ist ja hier unser Ex-Triathlet und Werkstattleiter. Und der fährt am Wochenende mal eben so 100 Kilometer. Das macht er einfach so. Und dann sagt er so, ja, gucke ich dann später bei Strava irgendwie Schnitt von 30. Das tritt er einfach so. 30. Und dann sagt er irgendwie, ist nicht so richtig fit. Schon krass. Muss man schon mal sagen. Ja, der ist unheimlich fit, was das betrifft. Da haben wir auch schon mal ein Video gezeigt. Der hat ja mal das Simplon Pride vorgestellt mit dir zusammen. Ne? Und der macht bei uns ein Fahrradtraining. Schnellste Straßenrennrad der Welt. Ja, und der macht bei uns ein Fahrradtraining. Ja. Irgendwann, jetzt möchte er was zu sagen. Ja, das Datum, ich weiß, ihr sagt immer, ich sag dir jetzt bald ein Datum und dann müssen wir das mal und so weiter. Und das kommt aber, ja klar, können wir da was zu sagen. Also Fahrradtraining kommt immer mal, gucken, werden wir auch bei Facebook, bei YouTube, können wir das auch nochmal dann in den Community-Tab schreiben. Mhm. Der ist sowieso ganz spannend, da machst du ja immer coole Umfragen. Gestern hast du mal Plattdeutsch gemacht. Ja. Da habe ich so gedacht, was ist jetzt los? Aber hast du verstanden? Ja, weitgehend. Plattdeutsch verstehe ich. Ja. Sprechen kann ich es nicht so gut, aber ist auch egal. Schwierig. Meine Oma, die kann das noch. Ich habe nur überlegt, woher hat er das jetzt? Ja, da muss man ganz klar sagen, für sowas gibt es dann im Netz, weil da waren schon so ein paar Wörter dabei, wo ich sage, das sprichst du hier anders. Das ist schon ziemlich gemischter Slang gewesen, aber... Schau mal im Community-Tab, falls du Plattdeutsch... Ja, aber wenn du das gerade ansprichst, das ist mega interessant. Wir machen ja hier einen Tischtalk hier, also Plattdeutsch. Das Problem ist tatsächlich, du fährst ein paar Kilometer weiter, komplett anderer Akzent und andere Wörter und so. Ich habe ja mal jetzt über 26 Jahre im Rheinland gelebt und als ich da hingezogen bin vor 500 Jahren aus Norddeutschland und dann so Wörter, die man so benutzt, wenn du die gesagt hast, so, was hast du gerade gesagt? Willst du ein Bonschen? Bonschen? Bonschen. Ja. Bonbon. Bonschen.
Oder Süßigkeiten oder ja, Schlickern, sowas. Das ist das, was man hier oben so sagt. Feinwaton Schlickern. Jo. Ja, und die kannten auch und dann irgendwie, kennst du bist aber nicht von hier. Kennst du einen Schmöck? Schmöck? Fein Schmöken, Rauchen. Ja. Ja, Schmöken. Ja. Eine Schmöken, ja. Ja. Aber der Rheinländer, ne? Schwartig Schnitt in die Schweserin. Also, als ich da unten die ersten Jahre gelebt habe, ich musste mir auch teilweise die alten Leute, also die alten Kölner haben auch die jungen Kölner schon nicht mehr verstanden, weil die so dermaßen rheinländisch gesprochen haben. Darum, Community-Tab, ne, auch immer mal Auge behalten, macht schon Sinn. Ja. Ja. Kannst du mal reinluren, ne? In eine Community-Tab. Ja. Das ist mein Gespräch, ne? Ja. Ja. Schwart nicht, aber gut. Willst du ein Stück Kuchen? Torte. Nee, ich überlege die ganze Zeit schon irgendwie, aber nein, besser nicht. Also ich glaube, dann kannst du mich da hinten auf die Bank legen und dann schlafe ich erstmal 2 Stunden. Der ist ein, also Sachertorte, muss man sagen, ist ein Kuchen des Friedens. Der befriedet dich, der macht dich ganz glücklich und sanft und froh und da kommst du richtig gut von runter. Mach ruhig mal kurz Pause eben zum Sammeln. Ich muss eigentlich voll dringend auf Toilette. Ja, mach, komm. So. Nur so ein ganz kleines Stückchen. Das wäre ja schade. Oh. Ja, wenn die Sahne schlecht wird. Perfekt. Mhm. Jetzt hat er. Ja, ist klar. Ganz klein nur, ganz klein. Ja, ja. Und gedacht, wenn du schon weggehst, musst du die Zeit ja produktiv nutzen. Ich wusste das. Hm, vielleicht auch noch ein Stück. Oh. Ganz kleine, ich habe das ganz schmal nur. Wobei, nee, lass mal. Gibst du mir mal eben bitte die Schlagobers? Schlagobers, bitteschön. Ich bin schon so ein Fan von süßen Sachen, das sieht man auch. Also, kannst du nichts machen, ne? Ich wehr mich da auch nicht. Ja, ich bin so vollgefressen. Ist das krass, ne? Ich sag dir, wenn du den jeden Morgen isst, hast du einen total relaxten, entspannten Tag. Nee. Nils. Ja, ich könnte das jetzt auch löschen. Ich bin dafür, das machen wir jeden Tag. Jeden Tag Sachertortenfrühstück. Ja. Ich glaube, komm, lass uns mal den Rest einpacken für die lieben Kollegen. Also, genau. Ich dachte, na komm, ein Stück essen wir noch. Nee, ich könnte aber auch noch. Hätte, ne? Ich dir also, aber auch zugetraut jetzt, dass du sagst, Mensch, komm, ein Stück essen wir eigentlich noch. Eigentlich bräuchten wir so eine Torte, Sachertorte, die müsste so groß sein. Ja, Dieter. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja zu deinem Geburtstag noch nichts ausgegeben. Nie, habe auch kein Geschenk bekommen. Komisch, ne? Das wäre ja die Chance. Ja. Oder? Geschenke nehme ich noch an. Ja. Na gut, okay, dann nimmst du die mit und sagst, die ist von mir zum Geburtstag. Das hättest du so gerne. Die kommt von Richard. Und du willst dich jetzt wohl nicht mit fremden Federn schmücken hier. Nö, überhaupt nicht. Wollte ich ja wohl meinen. Das reicht ja schon, wenn andere das machen. Genau. Also, nochmal an dieser Stelle explizit, Richard S. Punkt. Vielen lieben Dank. Sehr interessant auch, dass du ja schreibst, dass du sowohl als auch von, vielleicht bist du Berufspendler oder so. Und vielen Dank für diese leckere Sachertorte. Auch einen recht herzlichen Dank an Sacher selber und Sarah Togendorn natürlich. Ihr könnt uns immer Torten schicken. Torten sind super. Torten finden wir gut, ne? Oh, ja. Ist kalt, ne? Ja, wenn man so die ganze Zeit sitzt. Also als Gegenstück dazu mal ein schönes Fischbrötchen. Wir können ja mal so die ganzen Fischbrötchenbuden hier oben. Es gibt ja so Geheimtipps hier oben. Also es gibt ja die Sachen für die Touristen. Das ist da knallen die Mayonnaise oben drauf auf so ein Backfischbrötchen. Mayonnaise als. Und dann gibt es aber halt die Fischbrötchenbuden, wo du auch richtige selbstgemachte Remoulade bekommst dazu. Also, was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Am besten gar nichts. Essen und genießen. Ich kann jetzt sagen, Geschmäcker sind verschieden. Ja, aber Mayonnaise gehört auf Pommes. Aber doch nicht auf Fischbrötchen. Ja, naja, egal. Du. Ja, da werden wir auch nie einig werden, glaube ich. Solange ich glücklich bin, bleibe ich da auch. Ja, ist auch richtig so. Du musst nur aufpassen, dass der nicht irgendwann da oben umsteht, dann auf Mayonnaise oder so. Da gehe ich übrigens auch hin. Du, seit wann habt ihr Mayonnaise, sage ich dann. Und dann, wieso magst du das nicht? Nee, mag ich nicht. Ja. Und Dieter auch nicht, sage ich dann. Nee, nee. Ja. Was willst du machen? Gut. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Lass einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Lass einen Daumen hoch, da wenn es nicht gefallen hat, ist egal. Hauptsache Daumen hoch. Und gut fühlen, ja. Ja, und das einfach mal bis zum nächsten Video. Kanal abonnieren. Ja, Kanal abonnieren, ist klar. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. So. So, und du musst jetzt abwaschen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt sagen, Nils, vielen Dank für die Einladung. Du kriegst das hier alles hin, ne? Ja, ja. Alles klar, gut, dann...